Der Wein hat kräftig ausgetrieben. Im Sommer verträgt er deshalb einen Schönheitsschnitt. So wächst er besser und steckt die Kraft in die richtigen Trauben. Der Wein, oder das ist ja eine Tafeltraube, da sieht man schon, was die für innerhalb von weniger Wochen so lange Triebe macht und auch irgendwo wächst, wo es ihm gerade so gefällt. Und jetzt gehe ich mal vor und guck mal, welche Triebe sind zu schwach, welche Gescheine, so nennt man diese Blütenansätze, sind auch zu schwach. Zuerst verschafft sich Gärtnerin Brigitte Goss einen Überblick und arbeitet sich dann systematisch an der Pflanze entlang, von unten nach oben. Ein Wein wird gepflanzt, der hat eigentlich in der Regel eine Unterlage und einen Edelreis. Und das hier ist die Veredelungsstelle. Und alles, was darunter wächst, das ist ungeeignet. Und das muss man alles wegbekommen. Und hier auch, wenn es irgendwie geht, abreißen. Versuchen, das rauszureißen. Abschneiden wäre ganz schlecht. Wird geschnitten und bleibt ein kleiner Stummel stehen, treibt der Wein an der Stelle neu aus. Das sind die Blüten, die sind schon abgeblüht. Jetzt bilden sich schon die ersten Fruchtansätze. Und das ist natürlich jetzt eine richtig kräftige. Also die lässt man auf jeden Fall stehen. Also das hier, das ist eine schwache Traube. Die würde ich jetzt empfehlen. Also man sagt so ungefähr 30% in einem normalen Jahr kann man an diesen Trauben so entfernen, an diesen schwachen. Also den würde ich jetzt auch mal rausnehmen. Das ist auch ein schwacher Trieb, das wird auch nicht halten. Ich schneide den jetzt komplett raus, weil der von dem Spalier weg sich in den Weg rein entwickelt. Also man muss den sowieso immer wegschneiden und oben drüber einfach zu viel, die Triebe zu viel Schatten machen. Also das macht überhaupt keinen Sinn, den zu belassen. Und den mache ich dann komplett weg. Die Blätter sind für die Bildung der Früchte wichtig. Gleichzeitig sind sie Sonnenschutz für die Traube, also Vorsicht beim Auslichten. Früher hat man ja ganz anders gedacht. Also man hat, wo die Traube ist, also lässt man nur zwei Blätter stehen und alles andere sollte man abschneiden. Also das war eine Lehre, die hat man noch vor 20 Jahren so gesagt, also alles weg. Und heute denkt man ganz anders. Heute sagt man, auf jeden Fall 6 bis 7 Blätter, 8 Blätter stehen lassen und dann kommt die Traube, ist ganz klar. Denn diese Blätter, die machen ja diese ganzen Assimilate, also diese Zuckerstoffe und die Aromen für die Traube, die da mit dranhängt. Also man lässt einfach viel, viel mehr Blätter stehen an den Trieben, an denen auch Trauben hängen. Also hier sieht man mal ganz gut, wie man es eben nicht machen sollte. Da ist also wirklich alles abgeschnitten nach der Traube. Letztendlich wird ihr halt entsprechend Nahrung fehlen. Also so nicht. Also hier habe ich einen schönen, ganz schönen Traubenansatz und da gucke ich mir den Trieb jetzt mal an. Da lasse ich jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Blätter stehen. Na, den 8. lassen wir auch noch da und nach dem 8. schneide ich ab und damit wird der Wuchs erstmal gebremst und diese Traube da hinten wird mit diesen Blättern gut versorgt. Also hier sind also 3 Triebe, die in diese eine Richtung gehen. Und dieser obere hier, das habe ich mich schon durchgehangelt, der hat also überhaupt keine einzige Traube, geht eher nach oben, wächst sehr stark. Also den mache ich mal komplett raus. Ich gucke mal, ob ich den auch wieder abreißen kann. Also das klappt ganz gut. Das geht auch mal ohne Schere. So, und der kommt schon mal raus. So, jetzt. Was haben wir denn da? Der ist natürlich schwach, der hat auch keine Träubchen, aber ich habe hier noch ein Seil, das leer ist. Also ein Gordon, wie man auch sagt. Und dem lasse ich jetzt einfach mal eine Chance. Den wickel ich jetzt hier mal rum und der kann sich zu einem Leit, so ein Haupttrieb entwickeln. Und den kürze ich aber auch noch ein bisschen ein. Und dann gucken wir mal, wie der im nächsten Jahr sich entwickelt hat. Bis zur Ernte sollte der Wein gut beobachtet und bei Bedarf nachgeschnitten werden. Ja. 5, 6, 7, da machen wir hier mal 7, das geht auch, das muss nicht unbedingt immer 8 sein. Ja, und dann wird der hier so ein bisschen rumgewunden und das hält er dann auch. Also die nächsten Tage wird er da auch sich die ran festhangeln. Und hier ist es auch sowas wie so ein Wasserschosser, das geht senkrecht nach oben. Hier ist auch überhaupt kein Fruchtansatz, also man muss immer mal so ein bisschen schauen.
7, 8. Und danach schneide ich. Ich denke, soweit ist er jetzt ganz okay.